Ein Koloss in dieser Größe ist nur ganz selten auf der Autobahn nach Jena unterwegs. In der Nacht wurde die erste der 12 als Lichtbahn bezeichneten neuen Straßenbahnen angeliefert. Sie ist 42 Meter lang und wiegt rund 50 Tonnen. Diese Dimensionen machten das Rangieren für die beiden Schwertransporter zu einer Herausforderung. Das zeigte sich schon direkt nach der Autobahnabfahrt. Auch der Weg zum Betriebsbahnhof des Jenaer Nahverkehrs war nicht leicht zu bewältigen. Dennoch kam die ungewöhnliche Lieferung pünktlich an. Auch insgesamt sind die Verantwortlichen mit dem Projektverlauf zufrieden. Bis jetzt hat alles soweit funktioniert. Wir sind mit dem Projektstand wirklich sehr zufrieden, können uns wirklich freuen auf die neuen Fahrzeuge. Jetzt geht es dann weiter mit der Inbetriebnahme. Das Fahrzeug wird raus auf die Strecke dann langsam gehen. Wir müssen noch Teste machen, um im Prinzip die Zulassung zu erlangen fürs Fahrzeug. Und dann sind wir guter Dinge, dass wir in diesem Jahr noch 12 Fahrzeuge hier haben werden. Heute früh begannen die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme. Die Straßenbahn wird zunächst abgeladen und in den Betriebshof gebracht. Dort montieren die Techniker die Fahrzeugteile. Die anstehenden Tests dienen der Sicherheit der Fahrgäste und sind die Voraussetzung für eine Straßenzulassung. 2 Jahre nach der Präsentation des Designs soll die erste Lichtbahn dann im Herbst auf den Jenaer Straßen unterwegs sein. Die Investition liegt bei rund 153 Millionen Euro und wird mit Geldern der EU und des Landes gefördert.